Hallo Leute, ich bin die Anatom D57 und ja, genau, war nämlich gerade bei Bert Bull. Wer es noch nicht mitbekommen hat, in meiner Ansage habe ich verkündet, dass ich Punch-Out von Nuna, also Super Punch-Out von Nuna blind machen werde. Einfach, weil ich keinen Bock habe, vorher nochmal so vorzuspielen und ach, einfach scheiße, scheißdreck, egal drauf. Yay. Ach, stimmt. Weiter. Ach, genau, ich muss erstmal wieder mal seine Taktik checken. Dabei hatte ich den doch schon im Punch-Out Re. Neben Bihaga, der erste Spasti, den ich kenne. Leider. Alter! Unter dem ich sicherlich auch noch eine Weile sitzen werde. Stimmt ja, ich kann ihn ja nur so töten, so vernünftig jedenfalls. Dämlich sein Tod! Dämlich sein Tod, ja, indem ich sein Viech da. Das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich richtig genial, was der da macht, der Spacko. Nee, aber ich kann ihn nur wirklich nur Schaden reindrücken, indem ich da seinen hässlichen, diesen hässlichen Ansturm da reinmache, ne? Ihm da richtig in den Bauch reinboxen, seine 1A-Bauchmuskeln da hier. Alter. Ich stelle mich auch wieder mal zu dumm an. Ich stelle mich im Punch-Out allgemein zu dumm an. Oh, jetzt hätte ich gekonnt, ja. Und ich bin dann wieder zu dumm und mache einen auf mega Spaß, die einfach weil ich dumm bin. Und nein, ich wollte nicht nach oben schlagen. Ich wollte eigentlich, weil ich mich vertippt habe, auszusehen. Ich glaube, dies wird ein nicht allzu langer Part. Tja, wieso wohl? Frag dich das doch mal selber, Junge. Ja, ich verprüge dich hier und du fragst dich, wieso der Part nicht allzu lang wird? Tja, weil es hier gerade etwas falsch rumläuft. Wie sollte es so aussehen? Nein, so nicht. Sondern so. So und so die ganze Zeit eigentlich, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Und du haust mir immer und immer mehr Knochen raus. Immer und immer mehr. Yay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte diesen Part lieber beenden, bevor es zu spät ist. Ich weiß nicht, ob ich heute wirklich Lust drauf habe. Die Sonne scheint so schön draußen, Leute. Die Sonne ist doch wunderbar. Und ja, da will man doch rausgehen, ne? Das ist dann doch dieses Verlangen, rauszugehen. Ich meine, ihr kennt das doch sicherlich auch. Da kommt ein Spasti deswegen so und sagt, hey, du willst nicht mit rauskommen? Und dann sagt ihr, klar, wenn es noch mehr von euch Spasten gibt, dann mache ich sowas, genau. Schon rede ich über sonnige Tage, schon kippt der Spasti um. Genau, das nehme ich seine geheime Taktik. Dass wer mein Punch-Out VIP gesehen hat, der durfte das wissen. Der durfte auch wissen, dass ich in diesem Spiel schlechter bin als in der Wii-Version. Im Retire, das ist ja nicht die Wii-Version von diesem Spiel. Weil der Spaß, der mich immer noch so dumm anguckt. Aber ich muss sagen, ja. Wir sind in Super Punch-Out alle irgendwie intelligenter. Es ist wirklich so, dass die moderne Kultur heutzutage dümmer ist als die früher. Ist es wirklich so? Fragt euch das mal selber. Was glaubt ihr, seid ihr wirklich dümmer als eure Vorfahren? Ach, zu spät!
Ja, Spastis werden bestraft. Einmal probiere ich noch. Einmal. Liegt es an der Sonne, dass ich so gechillt bin, sonst wäre ich schon lange ausgeflippt. Eigentlich, wie ich mich in diesem Spiel hier so gekonnt geübt habe. Also, na gut, ich habe nicht geübt auszuflippen, Alter. So wie ich hier einen auf Spasti mache, hätte ich eigentlich schon lange ausflippen sollen. Ein Wunder der Natur. Es sind noch 5 Wochen. Genau, ich hab den Moment raus. Vielleicht schaffe ich ihn ja heute noch. Vielleicht habe ich Hoffnung, ich weiß es nicht. Ich probiere ihn die ganze Zeit zu kontern, damit ich ihm mal hier ein bisschen Super Punch zum Essen geben kann. Ach Gott, Junge. Macht es dir Spaß, mich einfach so zu schlagen? Einfach nur, weil du keinen Grund dazu hast. Was so? Alter. Auf meinem Spielstand habe ich ihn auch noch nicht geschafft. Spasten Power pur, mein Junge. Spasten Power pur. Und ich sage Hallo. Ich sage Hallo, Junge. Ich sage Hallo. Ich sage, verdammt, ich habe ihn vertippt. Ich wollte nach oben schlagen, aber dann habe ich aus Versehen unten getippt. Jo. Das war meine tägliche Runde Super Punch. Ja, das war meine tägliche Runde Super Punch-Out. Ich bin Siano 257. Das war mal wieder ein weiterer sinnloser Part von einem Spasten-Game. Da fragt man sich doch, wer ist hier der Spast? Ich oder die Typen in dem Spiel, ne? Das fragt man sich dann doch. Da heißt es doch nur noch, jo. Oh, es läuft immer noch. Verdammt. Ich habe hier gerade so eine Anzeige zugemacht. Entschuldigung, Leute. Ich wollte eigentlich Pause drücken. Ich wollte beenden. Ciao.